wieder. Ich hab's zu Borderlands. Schön durch die Hose atmen. Willkommen zurück. Ah! Ja, genau, steht da. Steht Kamikaze Zombie hinter mir. Nein, danke. Lift fallen lassen, ich konnte ihn nicht mehr halten. Ich hol dich rauf. Halt aus. Halt aus, sagt er. Da muss ich erstmal selber aufhalten. Warum kann ein Kamikaze-Zombie auch 10 Meter springen? Die sind halt alle super drauf. Kamikaze, das ist doch der Fette mit dem Fass. Ja, genau. Der hat jetzt gar kein Fass mehr, aber der ist trotzdem 10 Meter weit gesprungen. Oh shit. Weißt du, was mich am meisten nervt, dass man keine Zeit hat, jemanden umzubringen, nachdem man erledigt wurde? Ja, weil die ganze Zeit ein Veto. Wenn ich das Ding zu dir runterbringe, hast du gute Chancen, lebend da rauszukommen. Vielleicht schaffen wir auch noch die letzten 13 Schädel. Dann können wir, nachdem wir die Quest da oben abgegeben haben, gleich wieder zurücklaufen. Ah, oh, Alter. Warum tötet dann bleiben wegen die fast tot sind, die ich mit einem Sniper-Schuss umbringen hätte können? Meine Zeit und steig auf das verfluchte Ding. Ich dachte, du bist reingegangen. Nein! Ich wollte das Zeug einsammeln. Warum wartest du denn nicht, bis du den Knopf drückst? Oder warum lässt du ihn mir nicht drücken? Ich habe gesehen, dass du da gerade in die Richtung bist. Dann. Ja, ich wollte das Zeug einsammeln, was hier noch rumliegt. Fordere den Aufzug wieder an, dann komm da runter. Kann den nicht anfordern, du musst den drücken. Habe ich mich da an etwas verrannt. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ah, ich brauche einen. Ich habe ganz vergessen, dass er uns verraten hat, dass er die erschaffen hat. Eigentlich musste er gar nicht hoch. Hat er noch eine andere Quest als die Hauptquest? Mein Gott, ich habe mir gerade ein Schild gekauft, das besser ist als meins. Das war eine Frage. Nein, hatte er nicht. Aber wie soll ich den Aufzug requesten? Hier ist kein Knopf für, oder? Also das Sprechfeld. Ach so, das zählt jetzt. Okay. Ja, ich dachte, das drückst du. Ja, ich habe mit einem Hebel gerechnet. Über den ganzen anderen Aufzug. Ich konnte mir gerade ein Schild kaufen, das besser ist als meins. Ja, ist mir wurscht. Inwieweit denn besser? Hat's auch nur langsame Regeneration? Nein, sehr langsam. Mein altes Schild war auch schon sehr langsam, aber dieses hat ein bisschen mehr Kapazität. Hä? Wo ist denn der Hochfahrknopf hier drin? Ah, da. Das fette Teil. Nein, hier ist Miniaturzombie drin. Hab ihn dir gerade abgekriegt. Na gut. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Schnelles Aufladen. Alter, das ist viel Kapazität. Na, ich habe jetzt auch eins mit über 1000. Das reicht mir. Aber es wundert mich, dass jetzt gar kein Frankenstein kam. Da war, glaube ich, auch noch keiner. Ich glaub, da waren nur die Explosiven, also, ja. Schau deine Videos an, ich bin mir zu 100% sicher. Nein, Punkt! Ich weiß natürlich nicht, ob das der First Encounter war. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber, ist hier aber oben wie oft musste man denn zurück zu Dr. Nate in dieses Haus? Ich glaube, kein einziges Mal. Ist hier das oben der First Encounter gewesen. Ist hier oben überhaupt ein Knopf, wo man das runterholen kann? Also, den Roger. Ja, am Haus. Hä? Am Haus?
Wo genau? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du oben feststeckst, weil der Aufzug unten ist. Ja, hier ist kein Knopf. Das meinst du jetzt nicht ernst? Hier ist kein Knopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auch mal hochgeholt habe. Ja, aber wo ist der Knopf? Das weiß ich nicht. Also wenn du wirklich keinen findest, dann tut's mir leid. Könntest du noch zwei Gehirne besorgen? Ich gebe nämlich die Gehirnquest ab. Also dahin mache ich mich auf den Weg. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, ob ich von hier oben aus runterspringen kann. Kannst du ja mal probieren. Falls mal F drücken, damit ich ja unsterblich bin. Willst du mich verarschen, du? Ich bin damals respawned, als ich das gemacht habe. Wie kann es sein, dass du es einfach hier unten bist? Ja, ich bin hier an der richtigen Stelle gesprungen. Richtige Stelle. Ansonsten, ich habe doch gesagt, nur falls meine F drücken. Ja, ich bin nicht neben dem Aufzug runtergesprungen, ich bin direkt neben seinem Gebäude selber runtergesprungen. Ja, das ist ja nicht weniger. Hä? Wo muss ich jetzt lang gehen, um zu dir hochzukommen? Also auf deiner Ebene? Also dort nicht. Einmal ja, komplett außen rum, kannst du es dir nicht merken. Wo genau? Du musst nicht zu mir, geh einfach dorthin, wo die Quest ist. Und für zwei Gehirne braucht man noch. Wo die Quest ist? Die Quest ist am Ausgang. Ja, eben. Ja, aber da müssen wir nicht hin. Meine Fresse. Dann stell eine andere Quest ein. Schön, dass du das so schnell vergisst, dass wir die haben. Also, wo muss ich jetzt langlaufen? Soll ich denn wissen, dass du das gleich machen willst? Ich glaube nämlich, wir hatten damals Probleme mit dem und da waren wir überlevelt. Und jetzt willst du den sofort machen? Ich freue mich da überhaupt nicht drauf. Ich mache immer alles sofort. Vor allem leveln die doch jetzt alle mit. Also bringt's doch sowieso nichts. Das wird ja eh nicht leichter. Ja, stimmt irgendwo schon. Dann probieren wir es eben. Wird ein Spaß. Ich will in meinem Questlog runterscrollen können. Und das kann ich erst, wenn eine Quest erledigt ist. Irgendwo mehr irgendwas, weil wir hier schon alles durchsiebt haben. Und also, dass ich da rausgehe, wo die Pfeile sind. Zeige hier, ne? Ja, Bist du denn da gelandet? Bist du jetzt nicht in einer Sackgasse? Nein, ich bin zu. Da ist doch eine Höhle, Mann! Sieht man das auf der Map denn nicht? Bist du jetzt. Du bist zum Haus zurück. Ja, alles klar. Ja, bin ich. Warum rennst du denn zum Haus zurück? Ja, weil ich keine andere Richtung gesehen habe, wo es irgendwie nach oben geht, auf deine Ebene. Aber da ist doch. Bei mir ist es vollkommen wurscht. Was hast du jetzt gemacht? Ja, ich bin gestorben! Wegen den Scheißdrecksgegnern. Beim Vorbeilaufen hast du dort den Respawn aktiviert. Ja, jetzt bist du natürlich dort. Ja, lauf durch die Höhle durch. Und dann gehst du nach links, dann siehst du diese Weggabelung. Dort gehst du nach rechts. So. Oh, zwei Gehirne. Da wäre sogar noch ein drittes. Hast du schon wieder angenommen? 0 von 5. Das war eine Frage. Ja, 0 von 50. 1 von 50. Gut, ich warte beim Kürbis auf dich. Typ, der die Map nicht lesen kann. Ich wollte auf deine Ebene hoch und da gab es keinen Weg der direkt, also vom Aussehen her. Vor allem auf der Map erkennt man das nicht. Erkennst du auf diesem Map-System Ebenen gescheit? Also ich nicht. Die blauen Striche, Dennis, die blauen. Ich erkenne, dass das eine Brücke ist, weil es so schön umrandet ist. Pumpkin Patch, da bin ich jetzt. Gruseligen Eingang finden. Naja, das machen wir jetzt nicht. Oh, geh auf. Kein gruseliger Eingang für uns? Ja? Ach so. Ah, es ist so bescheuert, dass es sich immer moved. Scheiß auf Gehirn. Die müssen einfach nur sterben. Jetzt habe ich gerade tatsächlich mit random Rumballern zwei Gehirne gekriegt. Ja, Explosionswaffe eben. Und noch eins. Wir gehen die Gegner aus. Bist du bald da? Oh, wieso bist du denn jetzt ganz hochgelaufen inzwischen? Hey, du hast doch gesagt, ich soll den Weg da folgen. Und dann bin ich eben wieder in den unteren Bereich. Richtig, aber es sah so aus, als wärst du Richtung Ausgang. Hey, jetzt bist du jedenfalls richtig. Einfach da hoch und dann durch den Tunnel. Was machst du denn da? Ja, Gegner! Also, sah einfach. Auf der Karte sieht es voll bescheuert aus. Okay. Also bei mir spawnt nichts mehr und ich nehme an, du brauchst noch ein Weilchen. Ja, ich sterbe wahrscheinlich auch wieder, ja, weil scheiß Beschmutzer. Okay. Zwei. Warum schießt meine Waffe nicht? Warum muss ich denn genau jetzt nachladen? Bis gleich.
Fick dich, Zombie. Willst du mir jetzt gerade sagen, ein Sniper macht dir mehr Schaden auf der Nähe als eine Shotgun? Anscheinend. Wow. Nein, warum machen die einen langsamer? Das ist so asozial und so deprimierend. Das würde ich niemals im Spiel einprogrammieren. Verlangsamung ist schlimm. Leben, leben, leben. So. Ist jetzt schon diese richtig krassen Medikits gedroppt werden. Ist auch interessant. Aber ist wohl oder übel auch nötig. Nein. Nein! Wo kommt der jetzt her? Willst du mir sagen, du bist gesprungen? Warum kannst du einen Riesenzombie springen? Zehn Meter Klops und kann einfach springen. Mhm. Wie kann die Explosion hinter ihrem Kopf einschlagen, wenn ich genau wie im Kopf schieße? Warum lädt meine Waffe nicht mehr nach automatisch? Warum stellt man das eigentlich auf E um? Das ist voll seltsam. Weil das ist ja auch die Einsatz. Fickt euch, ihr Gegner! Brennt! Achso, der ist viel zu weit weg dafür. Warum können die noch 10 Meter weit spucken? Und Weitspucker. Und da bin ich wieder. Du bist ziemlich weit weg. Mhm. Ach nee. Ich habe doch Gegner umgebracht. Ich dachte echt, du wärst schon 10-mal hier und. Ja, hier sind lauter Gegner! Dann laufe ich an allem vorbei und sammle keine Hirne ein! Achso. Auf dem ganzen Weg kommen immer wieder Gegner aus dem Boden. Ich finde, das DLC ist noch lang genug, wir schaffen das schon mit dem Gehirn. Wenn du meinst. Kommt der spaßige Teil. Finde die Leiche nicht, bevor du nicht alle Gegner umgebracht hast, die mir folgen. Ich habe keine Leiche gefunden. Ach, toll, danke. Warum aktivierst du das denn schon? Wie viele Gegner laufen mir hinterher? Zwei. Keiner mehr, würde ich sagen. Nein, nein, da ist doch ja, noch so ein Dingens-Zombie geht. Und von da hinten kommt noch ein Zombie. Da kommt noch ein Zombie. Kommt, nicht angreifen. Hey, wieso kommen da auf einmal so viele? Hey, nice, Headshot. Ah, oh, du hast recht, da kommen noch ein paar. Ja, wir haben eine ziemlich weite Aggro. Voll unrealistisch. Jetzt ist die Frage, was gut gegen den Kürbiskopf ist. Oh, krass, Granaten mit 154 Damage. Oh, und ein Gehirn. Ja, einer kommt, glaube ich, ein Beschmutzer. Und dann ist Ende. Der ist gleich hin. Achte auf den Kopf. Sehr gut. Okay. Hier soll irgendwo eine Leiche sein. Ich sehe einen Typen, der uns nicht angreift. An der Wand stehen. Lassen wir ihn doch einfach leben. Hallo Kürbiskopf. Wie geht's? Und wo ist deine Leiche? Naja, er ist die Leiche. Ach so. Oh, jetzt greift er aber mal an. Was für ein Arsch. Wow, what the fuck?
Glück nur das farbige Schild down. Ah, man kann seine, man kann seine Kürbisse zerschießen. Hilft das etwa? Naja, das erinnert auf jeden Fall, dass er dich trifft. Achso, du meinst nicht die, die am Boden liegt. Ich wollte schon sagen. Die, die er wirft, ja, logisch. Ich hatte erwischt. Wieso bin ich denn so langsam gerade? Was soll denn das? Ja, weil er dich mit so einem Kürbis getroffen hat! Ja, ich hab ihn doch verschossen. Nein, hast du nicht. Und vor allem hat er dann diesen Feuerspucker gemacht, der macht das anscheinend auch. Ja, jetzt liegt er nicht am Boden. Na, ist ja egal. Eigentlich ja nicht. Einfach um einen Respawn zu. Ja, genau. Mhm. Ja, als wenn das so einfach gehen würde. Oh, jetzt kann ich zumindest gut aus dem Kopf schießen, weil er direkt vor mir steht. Nein! Jetzt konnte ich dir keinen Damage machen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mein Facebook so. Ob ich mein Facebook so skillen kann, dass ich den Instant machen kann, als den ich auch respawned bin. Das wäre ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich den hab ich doch! Machen, ich sehe das doch, ob das aufgeladen ist oder nicht. Glaubst du, ich bin blind? Ah, cool. Na, bei dir lädt bei dir sich das Ding nicht so auf. Ist das bei dir immer voll oder was? Nee. Ja gut, bei dir ist es nach dem Kill voll wahrscheinlich, aber trotzdem. Naja, der Cooldown reduziert sich auch mit jedem. Dass du dich auch immer von diesen Kürbisdingern treffen lässt. Ich habe ihn gerade gekrittet und dann bin ich, als ich mich umgedreht habe, um weiter wegzulaufen. Du darfst dich nicht umdrehen! Du musst einfach laufen und dabei auf ihn gucken! Ja. Probieren wir das mal. Dieser Gehgeschwindigkeit. Ja klar, dann gehst du nur mit Gehgeschwindigkeit, ist klar, aber das sollte eigentlich reichen. Es ist wesentlich wichtiger, dass du deinen Kürbissen ausweichst. Wenn du dich umdrehst, dann muss das gezielt sein, in dem Sinne, dass du es schaffst, sehr schnell weiterzulaufen. Ah, jo, da ist ein ziemlicher Flammenwerfer. Wir kriegen ihn down, es dauert aber zwei Parts. Der hat wohl was mit Feuer. WTF, warum kann er mich da, warum kann mich da an der Stelle treffen? Der hat mich doch gerade eben noch nicht getroffen und dann auf einmal bam 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 bam. Hast du gerade diesen mega Feuerwirbel gesehen, den er komplett rund um sich herum gemacht hat? Ja, aber ist er auf einmal weitergegangen als am Anfang? Hat er das davor schon mal gemacht? Er hat doch angefangen damit. Und als er angefangen hat, habe ich noch keinen Schaden erlitten. Er ist so kurz vor Ende. Oder halt. Also wie als wenn es stückchenweise größer geworden ist. Ich war fast tot und das reicht mir eigentlich. Er rennt zu mir, tu was. Ja, was soll ich denn tun? Ich kann nur drauf schießen. Ich kann seinen Kopf von der Entfernung nicht wirklich treffen. Oh, das war's. Lass dich doch nicht im Nahkampf schlagen, von dem. Ja, ich musste ja irgendwo hinlaufen und es gab nur links oder rechts. Ja, aber lauf halt vorbei! Ja, ich wollte ja vorbeilaufen. Fällt dir auf, dass ich nur halb so viel Gehgeschwindigkeit habe? Das müsstest du. Was? Selbst normale Gehgeschwindigkeit ist bei dir die Hälfte von meiner? Ja, vergleichen wir es doch mal. Was glaubst du, weshalb ich dich die meisten Laufwege immer übernehmen lasse? Oder 100 Jahre früher losgehe und du trotzdem gleichzeitig ankommst. Außer du, ja, aber es liegt immer mal im Facebook eigentlich, weil ich immer damit hier hinterherlaufe. Ja, der macht natürlich dann nochmal einen mega Unterschied. Dann bist du gleich viermal so schnell. Oh, das war jetzt aber knapp. Ich dachte, du wolltest, dass ich sterbe. Ah, Mist. Bin kurz zu weit weggegangen. Nein, was soll denn das? Da hab ich zweimal mich fast tot. Leider ist der Checkpoint ewig weit weg. Ich bin also ewig weit weg. Nein! Ah. Kurz bevor mein Facebook wieder da war. Warum bist du so ein Assi? Tut mir leid, Mann, ich darf auch mal sterben. Und hier sind jetzt 8 Gegner. Ich meine den Gegner, nicht dich. Oh, musst du doch sagen. Jetzt ist er wahrscheinlich gleich wieder regeneriert. Lauf so schnell wie möglich her. So schnell wie möglich. Bin ja schon längst unterwegs. Ich drücke Shift, mehr kann ich nicht tun. Und es sind überall neue Zombies. Und hier ist ein Checkpoint. Warum war der nicht aktiviert? Weiß ich doch nicht. Weil du nicht nah genug. Hä? Wahrscheinlich bist du nicht nah genug dran vorbeigelaufen. Jetzt, ich habe jetzt den Checkpoint hier aktiviert. Du musst halt echt mal drauf achten. Du hättest mir sagen können, dass ich am Checkpoint nicht direkt geradeaus laufen soll, sondern umdrehen soll in die andere Richtung. Bin ich erstmal den falschen Weg gelaufen, weil ich direkt geradeaus gelaufen bin. WTF,
Ich bin so gespawnt, dass es richtig war. Egal. Hey, bist du jetzt wieder da? Ich bin gleich da. Oh, das ist definitiv schon wieder regeneriert. Klar, keiner von uns war dort. Ich sehe ihn nicht. Ah, er kommt gerade mit vollem Leben aus seiner Höhle. Willst du den wirklich jetzt machen? Ja! Wann denn sonst? Keine Ahnung. Du bist so bescheuert! Du hast gesagt, dich die Gegner skalieren mit uns! Es wird nicht mehr einfacher, also warum soll ich später machen? Na, einfach ist es, wenn wir High-Level sind. Also Maximal-Level. Ja, toll! Wenn wir Maximal-Level sind, machen wir den letzten Boss sogar zu Spiel und nicht den. Eikerbis. Oh, ah ja, stimmt, wir sind ja Leute hinterhergelaufen, habe ich vergessen. So, ich habe gerade versucht, schnell zu googeln. Der einzige Tipp, den ich finden konnte, ist, ihm dauerhaft auf den Kopf zu schießen, dann kommt er nicht dazu anzugreifen. Ah, okay. Könntest du mich wiederbeleben? Ich lieg direkt neben dir. Oh, ne, bist zu weit weg. Ja, ich lieg ja nur direkt neben dir, aber gut. Direkt neben mir. So. Jetzt bin ich da, wo du gestorben bist, jetzt. Ich lag doch neben dir, als bist du nach vorne gelaufen, oder was? Neben mir? Ich war an der Felswand hinten. Und du warst am Eingang des Gebiets. Du standest doch auch am Eingang des Gebietes. Nein! Doch, hast du mich woanders gesehen? Und jetzt bin ich der. Du standest... Warte mal, wo bist du gespawnt? Du standest hier in diesem Zwischenraum. Und hier bin ich auch umgefallen. Was? Nein, ich bin doch da hinten gestanden, wo ich gerade hinballere. Das meinst du jetzt? Nein, du schnellst du dich mal in der Map. Jetzt rennst du 10-mal im Kreis und lässt mich auch umsterben, weil... Ja, ich wollte dir zeigen, wo du standest. Ist der Checkpoint jetzt aktiv. Gut, dass ich den aktiviere. Nein, auf mich zu treffen. Solange einer von uns immer da ist und kämpft, werden wir ihn in 100 Jahren besiegt haben. Also da war nichts von irgendwelchen Elementen, was man besonders gut verwenden könnte oder so. War gerade mal ein Forums-Post, wo einer geantwortet hat, wie er es geschafft hat. Und das war im ersten Spieldurchlauf. So, Forum steht auf der Wiki kein Guide zu dem Charakter. Mann, so schnell kann ich nicht googeln. Ich habe gerade Borderlands Kürbiskopf gegoogelt. Ich dachte, du gibst ein Borderlands Wiki und gibst da dann halt seinen Namen ein. Ja, okay, wenn du willst, gib mir Zeit. Besieg ihn jetzt mal schnell allein. Halt dich dran. Nein. Ich dachte, das machst du, bevor du überhaupt erst hier reinläufst. Meine Stand ist ja noch am Eingang und er hat dir nichts gemacht. Da wäre doch schön genug Zeit gewesen dafür. Au. Boah, das ist der Facewalk, der da langsam ist. Oh, lustig, er rennt wieder zu dir. Rot, keine Seite vorhanden. Au. Fuck. Ganz gut. Das deutsche Borderlands Wiki kann man schon mal vergessen und ich weiß nicht, was kommt. Bist du bescheuert? Ich hätte nicht erwartet, dass du aufs Deutsche guckst. Ja, Pumpkinhead! Das kommt halt bei Google am ersten, wenn ich Kürbiskopf google. Ich hab gesagt, du sollst nach Borderlands Wiki googeln und auf dem Borderlands Wiki nach dem Boss suchen. Ja, da muss ich trotzdem wissen, dass Kürbis Pumpkin heißt. Jetzt ist mir ja, das solltest du doch. Das ist doch eigentlich schon Pumpkin, ein Verb, was das ist eigentlich. Nee, das also nun ja. Anders. Oder ist es der? Boss Creature. Boss, Bloody Harvest? Final Boss of the DLC? Was? Bloody? Hä? Ist das ein anderes Spiel? Weiß ich doch nicht! Was steht denn in der Beschreibung? Steht da Borderlands 1 oder 2? TK Bahas Bloody Harvest. Halloween DLC für Borderlands 2. Nö, das ist was anderes. Borderlands Wiki, gib mir den richtigen Pumpkin. Ja, dann such nach Pumpkin Head, der muss ja eigentlich so heißen. Wenn man das theoretisch... No results found. Super. Ich weiß nicht, wie soll das denn sonst Original heißen? Auf Deutsch Kürbiskopf heißt. Ah, ups. Aber warum kommt denn kein Ergebnis, wenn ich einfach nur Kürbis schreibe? Weil das englische Wiki kein Kürbis kennt. Weißt du, jetzt google ich Kürbiskopf auf Englisch und jetzt kommt als erstes ein Artikel über Köpfe. Das ist doch wohl lächerlich. Aber wo ist denn da der Sinn? Such doch nach beiden Wörtern. Na, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt wieder Inge. Borderlands Wiki. Wo ist denn hier die Suchfunktion? Ah, da.
Vielleicht geht die so. Ah, da, Pumpkinhead Mission. Willst du mich verarschen? Weißt du, ich gebe nur Pumpkin ein, da steht da schon bei den Vorschlägen Head Mission. Warum kommt denn da kein Ergebnis? Sieh, Pumpkinhead. Ich sehe den. Er ist zusammengeschrieben. Pumpkinhead Enemy. Ah, super, zusammengeschrieben. Wow, ja, der heißt bei uns auch zusammengeschrieben. Hast du den Namen nicht angeguckt? Ja, aber warum kann denn diese Suche wegen einem Leerzeichen das nicht mehr finden? Weil es dann nach zwei einzelnen Wörtern sucht und nicht nach der Wortkombination. Das ist kein Google-Algorithmus. Immun gegen allen Elementarschaden, außer explosiv. Ah, okay, da habe ich zumindest die richtigen Waffen in der Hand. Oh. Aha. Strategy. Ach so, okay, das steht eine Taktik, wie man ihn am leichtesten besiegt. Und die wäre? Und die wäre? Wir locken ihn zu diesem Eingangsbereich, da bleibt er dann stecken. Und dann bleibt er dort stehen. Das klingt. Das. Sowas habe ich gar nicht nachgedacht, dass das geht. Wow, der Ball übrigens nicht resettet. Sollte es. Toll. Ist. Ich weiß nicht, wie er aus der Entfernung überhaupt einen Nahkampfangriff auf mich geschafft hat. Der macht keinen Nahkampfangriff, der wird doch Sachen. Der Fakt ist, ich bin direkt an ihn ran, um ihn zu triggern, und dann bin ich weg und dabei bin ich gestorben. Ja, hast du weggeguckt, weil dann kannst du ja seinen Waffen nicht abschießen. Ansonsten sein Feuerangriff geht sehr weit. Ja, fuck. Warum falle ich denn um? Ich hätte gleich wieder weglaufen können, aber nein, natürlich schmeißt er mich wieder um. Siehst du mal, wie leicht dieser Gegner ist. Und das ist nicht einmal. Also, das wird echt schwer. Dieses. 2.5. Echt schwer. Also, bist du jetzt zurückgelaufen, den du mir angeguckt hast, oder nicht? Ich habe mir nicht angeguckt. Ja, dann hat er einen Kürbis nach dir geworfen. Gehofft, ich bin schnell genug, verdammt. Ja, da musst du Slalom laufen. Einer bleibt stehen und wirft. Da musst du Slalom laufen. Ja, Slalom, weil das bei meiner Gehgeschwindigkeit einen Unterschied macht. Wenn er Sachen wirft, die genauso breit sind wie mein Körper, also in-game. Hallo. Okay, oh. Super. Weiter. Einfach immer weiter zurück. Dann müsst ihr irgendwann hängen bleiben. Wie auch immer wir uns das vorstellen dürfen. Jumper kann er nämlich nicht da raus. Schaut mir irgendwie nicht so aus, als würde er hängen bleiben. War das im Wiki ernst gemeint? Haben die das vielleicht irgendwann gepatcht? Aktualisiert im Wiki? Anscheinend. Er läuft auf jeden Fall immer weiter und weiter. Keine Ahnung, was glaubst du, was gut zum Kämpfen ist? Das Problem ist halt, hier draußen spawnen Zombies. Na, so ist doch ganz angenehm, wenn er dort bleiben würde. Stehst du gerade auf dem Dach? Aua. Nein, ach, fuck. Um mich herum sind Zombies, ich muss die mal kurz abfackeln. Naja, aber immerhin kann ich die Kürbis hier verballern. Super, ich musste nachladen. Dann. Er hilft dir aber ziemlich oft. Also, er macht eigentlich nichts anderes. Weil er sich nicht mehr. Also, weil er jetzt da auf dich fokussiert ist und nicht näher an dich rangehen kann. Puh, ganz knapp. Warum kann der Zombie von da unten bis hier hochspucken? Das ist doch nicht mal ein Spucker. Also ich denke, Spucker. Das könnte ich durchhalten, wenn ich noch Munition hätte. Könntest du... Ich meine, ich bin neben dir. So. Oh, jetzt läuft er ja wieder runter. Interessant. Da hinten ist Munition. Ich gehe kurz einkaufen. Okay. Sind da mehr Zombie? Nö, du bist allein da oben. Okay. Jetzt kommt gleich einer hoch. Aber Bloodwing attackiert ihn. Aua, shit. Genau wenn ich nachlade natürlich, dass der sich zu warum mir machst du das denn von da innen? Ja, du hast gesagt, du bist ein Zombie, da musst du damit rechnen, dass ich den angucke. Und dann eben kurz nicht mehr auf ihn schieße. Ich soll den Zombie tot? Weiß nicht, nein. Das hättest du mir früher beantworten sollen, dann hätte ich auch drauf schießen können. Da war ja noch ein Zentimeter von der roten Leiste übrig, aber die war dann instant weg und der hat mich nicht mal angeguckt. Der hat gespuckt. Wow.
habe ich nicht gesehen, weil der scheinbar gegen das Holz gespuckt hat, visuell. Nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und ich schieße aber ziemlich schnell die Waffe. Er ist halb tot, welch ein Glück. Aua! Wer greift mich an? Sag mir doch, wenn Zombie neben mir steht! Ich Mann, dachte, als ob ich auf dich drauf schaue extra. Wenn Bloodwing zu dir fliegt, kannst du dir denken, dass dein Gegner ist. Ja, ich sehe doch Bloodwing nicht, ich sehe ja dich nicht. Ich habe ja auf den. Wo ist denn der Kopf jetzt? Ach, da unten. Hä? Auf dich wegzubewegen, ich muss dich doch auch treffen. Ach, fuck, man. Achtung, da schmeißt einer einen Pass. Auf ihn? Ist ja geil, er hat auf ihn geschmissen. Nein, er hat auf mich geschmissen, aber er konnte nicht so hoch werfen. Sein Schädel leuchtet. Jetzt laufen die natürlich zu mir, danke. Oh, das tut mir aber leid. Aber sie haben mich verfolgt. Jetzt ist der Kamikaze-Zombie explodiert. Okay, ich hoffe, du respawnst rechtzeitig. Respawn? Beleb mich halt wieder! Nicht, wenn da Zombies sind. Scheiße, ich wurde geslowt. Ich habe 5 HP. Na fuck, jetzt muss ich nachladen. Das will mich wahrscheinlich umbringen. Ja, genau. Ich bin gleich bei dir. Da ist ein Zombie hinter dir, WTF. Und der hat fast kein Leben mehr. Ja, weil ich nachladen musste. Das war das Problem. Scheiße, ich lade gerade nach. Warte. Er kriegt keinen Damage wegen dem Zombie vor ihm. Oh, zum Glück ist der auch tot. Okay. Kürbiskopf steht dumm rum und macht nichts. Jetzt nicht mehr, weil Bloodwing ihn angegriffen hat. Aua! Hey, du hast eine Waffe eingesammelt. Toll. Ja, ich sammle generell alle Waffen ein. Während der Schlacht. Ich mache ihm 4 Schaden mit der Waffe, wenn ich nicht kritte. Das ist witzlos. Kann ich nochmal 1000 Schuss reinballern? Dann habe ich 4000 gemacht, wow. Nein, ah, lass mich doch leben. Also ich komme in 100er Bereich, wenn ich ihn kritte. Ja, ich sag ja ohne Crit. Jetzt crit ihn mal nicht und sag mir was. Ja, okay, 6. Oh. Also ich mach 61 mit der Waffe, wenn ich crit. Aber schau mal, er kann sich nicht wehren, wenn wir nicht gleichzeitig nachladen. Also wenn immer hintereinander schießen sozusagen. Sehr gut. Okay, ich lade nach, du schießt. Ich warte, dass du nachlädst und dann schieß ich wieder. Sehr gut, er kann sich nicht wehren, so kriegen wir es jetzt down. Ich habe 27 Schuss im Magazin. Und noch 500 Kugeln übrig. Ich habe immer 36 drin. Ich glaub, komisch, was denn das für ein Maschinengewehr, wenn es da nur 36 reinpasst. Oder? Ja, hallo, das ist eins von den fetten Maschinengewehren, wo du so ein ganzes Magazin, so ein richtiges Packmagazin drin hast. Die ganzen Kugeln an der Seite rausfliegen. Ich habe eine Sound Rifle mit 27 Schuss. Das ist nicht unrealistisch. Er ist gleich down. Gott sei Dank. Wow. Na, mit der Taktik ging's. Siehst du mal, der Tipp mit dem er kann dann nicht angreifen hat geholfen. Gut. Der Part hat bestimmt Überlänge. Okay, da haben wir eigentlich nicht, ja, da haben wir nur noch die hier, ja. Hat doch ewig gedauert, oder? 33. Ach, geht ja sogar. Also dann, wir werden nicht vergessen, beim nächsten Mal gehen wir das Zeug dann ab und so. Ciao.